Aber ich habe gehört, in der restlichen Republik, die ganzen anderen Paintball-Felder, ging es wohl noch viel schlechter als uns. Solms war komplett abgesoffen sein. Solms war schon heute Morgen der Kommentar, dass irgendwie eine Snake da wohl lang geschwommen sein soll. Das fand ich schon sehr witzig. Ich habe ein Bild von irgendwo im Norden, im Süden fällt, da war auch komplett unter Wasser. Ja. Herrlich, herrlich. Okay. Muss ja nicht unbedingt in die gegnerische Base tauchen müssen. Ja, vor allem, da müssten wir uns einen Rettungsschwimmer engagieren, wenn das hier so wasserhoch wäre, aber das haben wir ja Gott sei Dank im Griff. Aber wie gesagt, du fängst ja an zu sliden, ne? Möchtest eigentlich in T-Pack ins Meier 1. Ja. Und dann ist auch immer Meier 2 gestern, ne? Ja. Fand ich total geil, die Nummern. Guck mal, die Snake wurde zur Banane oder das Bananenboot. Kennst du das? Ja, das ist geil. Das wäre auch geil. Bananenboot auf dem Feld. Oben drauf. Das ist ein guter Kommentar, das gefällt mir. Das ist gut. Zur Wasserbanane. So bei Styles, Rebirths, zu dritt oder was? Ja, guck mal, ich wollte gestern zum zweiten Tippi sliden und war plötzlich hinterm dritten. Genau. Ja, das ist so. Das passiert natürlich. Das sieht man, ich, das habe ich ja gesehen. Das siehst du hier aber auch oft, dass die Leute beim ersten Mal sliden, einfach wollen in den Corner sliden und kommen komplett zum Ende hin. Die müssen sich aber daran gewöhnen, dass man doch dann sehr gut sliden kann. Da fehlen mir noch zwei Spieler von Rebirths. Ja, ich habe keine Ahnung, was bei denen los ist. Noch keine Lippen. Ah, da kommt schon wieder eine. Ich wäre für eine Hüpfburg, ja. Das passt zu jedem Turnier, finde ich, sowas. Ne? Ja. Das ist doch immer so ein bisschen Belustigung für uns selbst, also wo wir ein bisschen mehr Spaß haben. Naja. 84 Zuschauer schon, vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle von uns. Und denkt dran, Leute, gegebenenfalls irgendwelche Posts bei InHub-Foren oder zum Beispiel in den Portalforen. Facebook haben wir, glaube ich, auch noch am Start. Es geht hier nur darum, einfach nur, dass wir unseren Sponsoren gegenüber mal sagen können oder zeigen können, dass das, was wir hier machen oder was, wo unsere Sponsoren das Geld ausgeben, auch eine gute Sache ist. Genau. So, nächste Partie. WizKids gegen Rebirths. Genau, WizKids 2. Gegen Rebirths 3, oder? Mhm. Das Center Rebirths, da bist Center WizKids. Pärchen gegen das Pärchen. Aufgelöst. Ah, WizKids spielen mit Double Center, stehen aber sehr weit hinten. Ja. Blockieren sich jetzt eigentlich fast selber im Double Center. Trotz allem noch alle Spieler allein. Da, jetzt geht der Erste, oder? Das ist genau das, was ich meinte. Wenn man zu weit hinter dem Center steht, dann kriegt man irgendwie blind blöden Ball rein. Das macht keinen Sinn. G1 bei den WizKids. WizKids nur noch zu viert. Oh, wie was? Man schießt hier locker runter. Ja, Rebirths bleibt ruhig, atmet locker aus der Hose nach, gerade mal, boah, stopp, stopp, stopp. Rebirths verliert den ersten Spieler, 4 gegen 4, Partie ist ausgeglichen noch. Oh, 1 for 1 bei Rebirths. Nein, 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 1 for 1, der erste Spieler ist raus von Rebirths. Genau, ab in die Snake von Sascha. Na, ist ein anderer, von Nico, das ist der Welpe, sozusagen, und... Ja, ist er live? Ja, er ist quer. Der rennt der Typ quer übers Feld, kommt in die Snake an, markiert den Spieler in der Snake und schießt danach noch einen raus. Ist ja. Ist hier vorne Kalle noch am Start oder was? Ne, ist nicht Kalle, das ist WizKids 2. So. Oh. Jetzt pass mal auf, jetzt sind nur noch die Ken. Oh, hey, oh, hey. Oh, oh, oh. One for one. Hey, hey, hey! Andreas! Andreas, die haben gewonnen. Das war Wiping. Ich komme runter. So, jetzt geht's los. Primo macht. Macht Stress. So, er macht Wort gesprochen hier.
Ja, mit Sicherheit. Da muss natürlich noch ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt, so eine krassen Entscheidung, die müssen dann auch gefällt werden, wenn die das nicht sehen. Wir wollen ja auch versuchen, so reglementbedürftig wie möglich zu sein. Kommt die Erklärung, kommt jetzt nochmal die Treppen hoch und dann wird nochmal kurz erklärt, was jetzt passiert ist. So! Na, es war folgendes. Wir haben noch gerade über den Spieler gesprochen von Reedwurst, der quer aus der Mitte in die Snake reingerannt ist und hat dann den gegnerischen Snake-Spieler markiert, war okay, und ist dann aber, wollte er den letzten markieren, aus quer übers Feld gerannt, hat dabei welche gekriegt und hat dann schön mit den Ellbogen, schön angewinkelt 90 Grad und hat 1, 2, 3 gewischt. Ja. Naja, das war natürlich Wiping, das ist total bescheuert, das ist ein Triple One, damit haben sie komplett das Spiel abgegeben. Totale unnötige Aktion. Das heißt, nächste Spiel schon. Zu vier da. Genau. Ja, aber darauf achten, Leute. Shortstart für mich was 3. Ja, nee, das ist einfach, da sieht man, liebe Zuschauer, da sieht man, das Spiel komplett zu dritt ging ein und dann so eine behinderte, Entschuldigung, eine völlig unnötige Aktion. Und da verlieren sie. Das ist aber völlig zu Recht. Da müssen sie halt Lehrgeld zahlen für so einen unnötigen Mike Spot. Mike passt wieder auf. Mike, ihr arbeitet. Wir haben übrigens schon 88. 88? Geile Nummer, oder? Hat einer geschrieben, wenn es 100 sind, gibt es die Geo? Nee, die kriegen wir denn. Wenn ihr 100 Leute seid, genau, dann teilen wir uns die Geo von Tag zu Tag. Du, nein, ich krieg die Geo in the Case. What's the Case now? Yeah. Oder nee? Nein! So, ich muss gleich. Genau, er hat umgehen. Die Paint weggewischt, den Treffer weggewischt und hat danach nochmal geschossen. Na, darum geht's gar nicht, einfach nur fürs Wischen gibt's schon. Ja. So, Los Canales, DRS verlieren den ersten Spieler. Der ist vorhin im Spiel auch in die Snake gerannt und wurde auch schon getroffen. Schade, schade. Na, dann sollte er mal langsam lernen, ne? Sehr aber gut. Vier Spieler, drei im Bus. Ja, drei von der erstmal, ne? Noch alle fünf von den Los Canales Leuten. Oh, zwei von der erstmal drin. So, und jetzt muss Los Canales das locker runterspielen. Locker. Vorher gucken, wo sind die Gegner. Da ist doch gar keiner. Auf was schießt der? Hier schießt auch. Na, der schießt auf imaginären Gegner. Da ist gar keiner. So, jetzt wird der Doppelcenter endlich aufgelöst. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Guck mal, Chris steht da hinten wie drauf. Naja, da schießt er halt einfach die Line runter, probiert den Weg dicht zu machen. Jetzt hat er getroffen. Jetzt wurde er getroffen. Fällt er raus, nur noch ein Spieler. Einer von DRS. Im Maya 1. Ne? Oh, jetzt hier, gerade interessant ist das so. Da hat auf definitiv wurde der Spieler von Los Canales von seinem eigenen Spieler getroffen. Ach so. Über Bouncer. Okay. Die Bälle sind gebaut, na Deckung. So, jetzt hier. Zweite Kerl besetzt. Der DRS-Spieler verkauft sich teuer. Der verkauft. Oh! So, Los Canales reißt. Mit zu fünf. Zu viert. Viert hier da. Zu viert, ja. Schönes Ding. Ich und Titü, habt ihr ein Ding am Helm oder was? Da passt doch die Tütü, was soll da reinpassen im Tütü? Guckt da unten alles raus. Also. So, herrlich, herrlich. Ich werfe Mädels, die mit Schild wie beim Boxen was Feld dran. Naja, und die nächste Teambegegnung anzeigen. Ne? Das wäre gut. Aber wer soll das bezahlen? Genau. Vor allen Dingen, was soll hier auch aber wo bezahlen? Wir müssen uns hier nochmal ganz klar dickes Dankeschön an Paint Supply sagen, halt genau. Die uns hier schön unterstützen. Das Ganze halt ermöglichen, plus die ganzen Ehrenamtlichen, so wie der Micha hier. Naja, ganz ehrenamtlich ist er nicht. Na komm, also, jetzt was kriegt großartig, hast du gerade mal deine Benzinkosten raus. Für wie viele Spieltage? Vier sind das, ne? Vier Spieltage. Wert. Ja. Also effektiv vielleicht. Ja, also das muss man schon sagen, das ist schon okay. Also, aber ich hätte es auch... Daumen hoch. Nur zur Info, ich hätte es auch umsonst gemacht. Ehrlich? Ja. Kann ich dich einstellen? Von mir aus. Ich brauche noch jemanden, der das Feld nachher sauber macht. Nee. Warum nicht? Nee, dafür. Nee. Bist du zu schade? Ah. Oder was? Ich geb dir eine Hose, ich hab noch einen kleinen Schlüpper dabei. Kannst du auch ihren Nacken übers Feld, da war du. Du hast immer so viel Krimskram. Was hab ich? Krimskrams rumzulegen. Hab ich nie. Du hast ja auch 28 Millionen Leute, die du kennst. Nie, keine. Ich hätte gerne 09er Eclipse-Schoner, die weißen. Oh, die hab ich.
Habe ich alles verkauft. Ich habe echt vor 2 Jahren alles weggeschmissen. Meine suche ich wirklich. Den kotzt mich voll an, dass ich die damals nicht behalten habe, ich Idiot. Naja. Die schwarzen gefallen mir nicht. Was? Der Spanier ist der richtige Ausbeuter. Was ist denn hier los? Was ist da? Also, ihr kennt das anders, muss ja, ich gestehen. Ja, Gönner. Das gibt's ja wohl nicht. Weil? Weil? Weil ich's kann. Nein, ich hab den Hintergrund jetzt erzählt, aber... Was? Lass mal lieber sein. Du, hör mal auf hier. Nein, also ich kenne das anders, muss ich ehrlich gestehen. Also ohne hier rumzuschleimen. Ja. Also, weil wir müssen ja uns dann nicht... Kann ich das Messer jetzt hier wieder wegnehmen? Ja, wir müssen uns ja nicht anschleimen eigentlich, wa? So, für denjenigen, der vorhin gefragt hat, ob Paint Off irgendwann spielt, nämlich jetzt gegen die Hunde von der linken Seite. Ah, guck mal, die Maddox. Guck mal, das finde ich crazy. Maddox steht jetzt schon in Startposition. Ich wette, dass die Maddox direkt ein... Verlieren beim im Snake... Nee, doch nicht. Jetzt sieht es anders aus. Doppelcenter. Auf alle Fälle. Das steht schon mal. Auch wieder neue Formation spielen sie. Aber dann macht also Breakout-Formation. Oh, 2 vom Paint Off bei Break. Einer von den Maddox, 2 auch von den Paint. 2 von Maddox. Da waren die Maddox ja wirklich ihren Namen aller Ehre. Crazy Dogs. Kein Range Rover. Range Rover hat nicht gereicht. Ne. Land Rover, Landy! Yeah! It's never over with a Rover! So, mal sehen, was die beiden von Paint Off jetzt noch gestalten. Die Reihe. Aber hier Tippy 2. Sieht das schon ganz gut aus. Ab in die zweite Camp von den Maddox. Oh, und die Maddox machen es gut! Oh ja! Krass! Paint Off verliert den Center-Spieler! Und noch 2! Tippy 3! Maddox! Da hängt die Gun drauf. Maddox geht nicht ein von Helm. Oh, da hat er ihn auf den Popo geschossen! Heidewitzka! Warum ist er da eigentlich raus? Na, er wollte rüber, dachte, er kriegt eine bessere Position. Aber den hat er schön auf den Hintern getroffen. Das soll er mal seiner Freundin erklären, den Flat-Treffer. So, jetzt kurz die Frage: Wohnst du eigentlich in der Karre, Primo? Warum soll er da nicht wohnen? Nein, ich lebe in der Karre. Das Ding ist doch einfach mal nur geil. Ja! Also. So, nochmal zur Auflösung. Wir haben hier kein Range Rover, sondern einen Land Rover am Start. Range Rover ist eher für die gediegenen Leute. Range Rover... Ist für die Männer, ist die Männerabteilung. Genau. Also, ja, der Land Rover ist für die Männer. Ja. Und der Range Rover ist eher für die... Versnobten... Nur für die Damen. Wem er sitzt. Ja, für die Damen. Den gediegenen Herren. Mhm. Wenn du jeder zweite haben wir schon. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, bitte, dann tu das mal bitte. Das ist eine geile Idee, ne? Ja, da hat er recht. Also. Bitte, Mike, animier die Leute, die 86 Leute und dann. Und die Fahne war wirklich schon drauf. Ja, die Fahne. Und sehen Micha am Röckchen, ja. Das hätte ich wohl. Was hat unser Senfdealer? Die Fahne war wirklich schon drauf? Ich weiß es nicht. Die Fahne, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das ist bestimmt der Bautzner. Hast du eine Fahne? Ich habe keine Fahne. Ach so, die Fahne. Ja, ja, klar. Die Fahne war schon drauf. Jetzt hilf mir mal. Ja, ja, doch. Ja, hinten. Na, hinten am Heck bei mir ist die Spanische. Weil der kommt ja ursprünglich aus Spanien. Spanien. Achso. Und außerdem kann ich als Europameister und Titelverteidiger kann ich doch die Flagge tragen. Aber die übrigens, Spanische. Ich habe mir übrigens vorgenommen, zu dritten BL hier zu moderieren, die ganze Zeit nur im Nationaltrikot der Spanier. Echt jetzt? Ja, klar. Dann ziehe ich deins an, was du mir gegeben hast. Was hab ich denn gegeben noch? Na, das weiße Nationalmannschaft-Jersey. Ah, das von dem Coach. Ja, das kannst du auch anziehen. Das auch geht. Ja, yeah, okay. Das ist doch, ne? Optimal. Ach, guck mal, der Senfdealer hatet schon wieder rum. Nein, ich habe sie mir deswegen nicht nur gekauft. Pendejo. So, Crazy Füchse. Füchse gegen Dark Angel. Ich muss jetzt gucken, die Bedogs haben jetzt gerade Paint Off weggeschossen. Mhm. Mit Reihe. Aber ey, Herr Kaloy, ich glaube, ich muss runtergehen. Warum? Mann, ey, es sind nicht mehr so viele Spiele. Na, ich muss nachtragen. Ich muss die Ergebnisse online reintragen. Also gucke ich mir jetzt mal Dark Angels gegen die Füchse an. Die Tabelle ist doch sowieso noch nicht so richtig zu sehen. Doch, die ist online, gleich sofort. Ach, das ist ja nicht...